Hallo und herzlich willkommen zu Breath of the Wild Let's Play. Das letzte Mal haben wir ein paar Krugs gesammelt. Manche davon sind ein bisschen in die Hose gegangen, aber es ist nicht so wichtig, denn dieses Mal werden wir was komplett anderes machen. Und zwar werden wir ein Riesenpferd zähmen oder es wenigstens versuchen. Und ja, ich habe jetzt nicht nach der Quest geschaut. Das ist mir gerade eingefallen. Hoppla. Nicht so wichtig. Wir machen es trotzdem, ja. Ha, natürlich. Und mal schauen, wie wir das so hinkriegen. Ich weiß nicht, ob so ein Riesenpferd gefährlich ist. Ich ziehe einfach mal irgendeine Rüstung an. Eine, die ein bisschen mehr Verteidigung gibt. Die da zum Beispiel. Ja. Und dann nicht hier lang. Wollen wir hier nach unten? Da lang, glaube ich. Irgendwo da war ja diese Ebene mit den Pferdern. Pferden. Von da aus können wir ja mal schauen. Und wenn wir damit fertig sind, können wir immer noch. Oh. Hier ist es kalt. So viel dazu. Dann erstmal die Krogmaske ignorieren. So. Wenn wir damit fertig sind, können wir noch ein paar Exalfons jagen. Wir brauchen nämlich die roten und die gelben, habe ich jetzt nachgeschaut. Und leider nicht die blauen, die wo einfach sind. Naja, mal schauen. So, wir müssen jetzt erstmal eins finden. Was natürlich gar nicht so doof wäre. Auch wenn, hier ist es nicht mehr kalt, alles klar. Wenn wir eine Ninja-Rüstung anziehen, sieht das Pferd uns wahrscheinlich nicht so schnell. Und dann mal schauen. Da hinten, ich würde sagen, wir gehen einfach auf den Baum drauf. Von da aus können wir dann auf es hinuntergleiten. Ha, 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 ha. Huch, hier gibt es sogar Glutlinge. Ja. Gut zu wissen. Alles klar, dann schauen wir mal, wie wir dieses Ding zähmen können. Oh Mann, das Pferd des Kennens, der ja aber jetzt anscheinend kein Pferd mehr braucht. Was soll das hier? Alles klar. Hallo. Ha! Oh mein Gott, Tätschen! Oh, oh mein Gott! Komm schon, liebe mich! Ich bin ganz nett, ich schwör's! Außer! Das ist ein Problem. Es ist nicht so leicht zähmbar wie gedacht. Gut, dann naja, nehmen wir, was das uns Speed gibt, wenn wir jetzt runtergeworfen werden. Dass wir vielleicht nochmal drauf können. Hör auf wegzurennen, du Drecksvieh. Oh, wir können nicht, wirklich. Hallo. Ich bin ganz lieb, ich schwör's. Nein, nicht wegrennen! Wie machen wir das am besten? So ein Depp. Nur wenn es uns sieht, ne? Alles klar. Es kommt aber weiter in die Richtung. Von oben wird es uns schon nicht so einfach sehen können. Hoffe ich mal. So. Komm schon. Ja! Tätschel es! Mit allem, was du kannst! Oh. Komm schon! Ja! 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 Ganz braves, fettes Kackpferd! Ich meinte natürlich nettes Pferdchen. So, unser bester Weg ist. Hier sind ein paar Leuen. Unser bester Weg ist hier lang und dann über die Brücke und darunter. Na gut. Oh, wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft, du doofes Pferd, ja, du bist das Pferd des bösen Magiers, ja, oder so, bla bla, Blubberfasel. Ja, 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 ich hab's kapiert. Mach, was ich sage. Los! Du, 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 bra, 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 du, komm schon, du bist es doch auch. Okay, wir haben es geschafft. Es ist nur noch sicher da ankommen, wo wir hinwollen. Einfach immer weiter tätscheln, ja. Also wenn das Pferd hier nicht mega ultra obergeile Stats hat, dann weiß ich auch nicht. Und ja, ich habe vergessen. Das ist ein Problem. Da können wir schon mal nicht lang. Okay. Okay, Rivali Sturm schafft es auch, ein Pferd in die Luft zu heben. Ich glaube nicht. Aber sonst wäre das ganz schön nice. Hör auf, einen eigenen Kopf zu haben und mach, was ich sage, Pferd. Jetzt fängt ja bestimmt wieder gleich die Musik an. Ja.
Ja, auch wenn man kaum was hört, weil es nicht viel gibt, aber immerhin etwas Musik. Komm schon! Mach, was ich sage, nein, bitte, ja, liebe mich! Ich bin nun dein Meister. Und wenn da jetzt ein Leune ist, einfach dran vorbeirennen, okay? Der ist nämlich etwas böse. Der will nicht, hä? Oh, ich hab die Idee. Er lässt uns in Ruhe, wenn wir eine Leunenmaske aufhaben, richtig? So, richtig? Und ich habe gehört, er lässt einen auch in Ruhe, wenn man keine Waffen gezogen hat und vielleicht zählt einfach nur Equip dazu. Darum machen wir mal so. Schwert haben wir ja eh nicht. Alles klar. Dann soll der uns jetzt in Ruhe lassen. Ich bin nur einer von euch, siehst du, ich bin dein Meister. Ich habe ein Ganondorf-Pferd. Ist der überhaupt ein Untertan von Ganon? Oder sind die so eigene Leute? Weil wir wissen ja, dass die ganz schön nice sind, weil die greifen man nicht an, wenn man kein Schwert hat. Also haben die auch eine Art von Ehre? Und Ganon hat keine Ehre. Hallo, tschüssi, mir geht's gut. Nur ein braver Leune, der ein Pferd streichelt. Ja, ist eine ganz komische Beziehung, wirst du gar nichts von wissen. Ja. 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 Und wir wissen auch leider, dass Pferde sterben können. Durch einen Tipp. Oder... Nein, warte, wo war das? Irgendwo stand dran, dass, wenn Pferde sterben, kann man die... an irgendeinem bestimmten Ort wiederbeleben lassen. Egal. Nein, du willst gar nicht nach rechts. Da ist ein sehr eigenartiges Wesen, das du nicht leiden kannst. Der hat ein Fragezeichen. Geh weiter, Pferd. Glaub mir. Wir können jetzt hier runter. Nicht abschießen. Okay. Alles gut. Oh. Kannst du mal auf. Ey, wie lange musst du noch getätschelt werden, dass du tust, was ich sage? Boah, das hört sich ganz schön krank an. Ja. Das ist ein toter Vogel. Ich will gar nicht wissen, was aus dem Vogel geworden ist. Denn das Pferd hier ist etwas groß und wiegt wahrscheinlich auch sehr viel. Und es hat auch Hufen. Hat das richtige Hufeisen dran? Sieht schon fast so aus, ich bin mir nicht sicher. Oh, hi. Das ist doof. Hallo? Schnell, die sterben, bitte. Du willst nicht kämpfen. Du bist zwar das Pferd von einem bösen Overlord, aber du willst nicht kämpfen, glaub mir. Kämpfen ist gar nicht cool. Für dich. Weil du ein doofes Pferd bist. Du verreckst sowieso. Denk doch mal nach. Oh. Alles klar. Und da, hey. Hey du. Nur jemand mit einem riesigen Pferd hier vorbei. Reitet ganz normal. Reiterschützenübungslager, was? Reiter auch noch? Ich sag nein dazu. Ich sag nein. Es wäre zwar eigentlich genau das, was jetzt perfekt wäre. Reiterdings, aber das Pferd kann uns noch nicht mal wirklich leiden. Es macht gerade so das, was wir wollen. Das können wir dazu nicht benutzen. Das können wir vergessen. Ja, denn dieses Pferd will nicht. Außerdem hat es orangene Haare. Welches Pferd hat schon orangene Haare? Oh Mann. Ja, das ist von Ganon, weil Ganon hat doch auch orangene Haare. Ja, du redest vielleicht von Gandalf. Nein, Ganon auch, du Depp. Nein, oder? Hat Ganon selber auch orangene Haare? Oder nur Ganondorf? Ich weiß nicht mehr, wie Ganon hier aussieht in dem Spiel. Sieht man den überhaupt? Ich glaube nicht. Also den eigentlichen Ganon. Also man sieht so ein komisches Monster. Schon ganz früh im Spiel sogar. Und es ist ja Ganon, so gesehen. Aber das war's ja auch. Ich weiß gar nicht, ob man den wirklich sieht. Egal, ich lasse mich überraschen. Hallo. Schaut mal, was ich habe. Ein Pferdi. Ich bin übrigens kein Leune. Das ist eine Verkleidung. Also bitte, rennt nicht weg. Oh. Hallo.
Ganz normal, jemand mit einem Riesenpferd. Das ist ja nicht. Sieht man hin und wieder mal, oder? Schneller. Was schneller? Halt's Maul. Schneller. Hi. Du scheinst damit weggefangen zu haben. Magst du das? Ja. Sehr gern. Bitte beruf noch einmal, ob das hier das richtige Pferd ist. Oh, es ist ein neues Pferd. Es ist ganz schön stark. Tempo hat aber keine Ausdauer. Was? So ein Weichei. Alles klar. Vielen Dank. Für die Registrierung erheben wir eine. Ja, ja. Danke sehr. Bitte gib dem Pferd einen Namen. Alles klar. Da, 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 da. Genan. Gennen Brot oder Gennen Doof? Oder Schlumpfendorf? Wir nennen es Schlumpfendorf. Es ist ein bisschen blau, das zählt. Schlumpfen. Es passt nicht, stimmt. Alles klar. Dann eben doch. Gennen. Passt, es passt. Gennen Brot. Verdammt, warte, doof hätte gepasst. Gennen doof. Alles klar, da haben wir es. Der Name des Pferdes war so Gennen doof. Ja, klar. Ist abgeschlossen. Nein, du kannst es haben. Das verreckt mir sowieso nur weg. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Blablabla. Puh. Hey Terry, hast du was für mich? Oh, ich habe es suchert. Du hast mir mal ein Werbegeschenk gegeben. Was? Ist das etwa... Oh, ein Ausdauerkäfer. Die sind wirklich sehr selten. Werte Kunden, würden Sie mir diesen Ausdauerkäfer bitte überlassen. Maximedizin. Eigentlich brauche ich die, aber ich brauche so viele, wenn ich einen hergebe. Ja gut. Jo. Juhu, fantastisch! Ja, wenn er gut sein ist, also. Kann ich den wieder kaufen, den Käfer? Den brauche ich nämlich. Verdammt. Alles klar. Ja, wir brauchen ganz viele von denen. Und zwar 15 Stück insgesamt. Wird vielleicht etwas nervig, aber egal. Wir wissen ja mittlerweile, wie sie aussehen. Und wir wissen auch, dass wir hier nicht hinwollen. Wir gehen nämlich jetzt... in die Nähe des Vulkans. Nein, nicht der Vulkan! Denn ich habe gesagt, wenn wir damit noch, wenn wir danach noch Zeit haben, dann werden wir ein paar Exalfons jagen. Denn warum nicht? Ja, das ist, denke ich, eine zufriedenstellende Aussage, die jede einzelne Frage erklärt. Ja, ja. Ich bin echt gut im Fragen beantworten. Und dieser zu lange Bildschirm, Ladebildschirm, sorgt dafür, dass das jetzt hier ganz schön eigenartig wird. Hallo! Alles klar. Bitte nicht wegbrennen. Hier, oh nein, ich wollte gerade sagen, hier wird es auch noch nervig mit dem Jagen von Dingen. Mit dem Jagen von Krogs. Aber so schlimm wird's ja nicht mal sein. Denn wir können ja trotzdem die Maske aufhaben und nicht brennen. Wir brauchen auch mal ein paar Löschflügler. Die gab's irgendwo zu kaufen, hat Hanti gesagt. Ich glaube sogar. Nein, er hat's nicht gesagt. Er hat's, glaube ich, aufgeschrieben in seinem Guide. Müssen wir mal schauen. Was ich jetzt erstmal mache, ist. Schauen, ob wir... Wir müssen erstmal... Oh Mann, ey. Ja gut, dann können wir hier auch noch gleich was ausrüsten. Was brauche ich denn nicht so? Ach, das haben wir ja auch noch. So, so, so. Bereit. Hey du. Sehr schön. Genau sowas brauchen wir. Und ihr... Lasst mich bitte in Ruhe. So. Sollte easy sein, wenn wir genug finden. Das Problem ist eher das Finden und nicht das Töten. Aber mal schauen. Hallo, schaut mal, was ich habe. Hier für dich. Was machst du? Wo kommt die Fledermaus her? Will die Stress oder was? Nein, ich brenne. Nein. Oh, kaputt gegangen, verdammt. So, und hier gibt's Gold. Ist auch nicht. Also, nicht Gold, sondern ein goldenes Erz.
Ist ja nicht unbedingt Gold. Bisschen doof, weil... Ich weiß nicht mal, ob es Gold gibt. Huch. Ist mir auch neu. Hier gibt es so eine Quest. Oh. Natürlich. Klar, natürlich mache ich das. Okay, wir müssen ihn ein Gerät suchen, das er irgendwo bei der Brücke vor gelassen hat. Blauf, blim, blärk, blub, blücke, blum, bläbeln, blab, blick, blam, blab, blab, black, blam, blech, blab, 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 blub, blub, blick, bläbeln, blam, blub, blick, blim, blab, blam, blab, 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 und wenn wir es finden, dürfen wir es behalten, wir müssen ihn nicht mal zurückbringen. Bei der Brücke von Elden. Wo ist denn die Brücke von Elden? Wie zur Hölle, hab ich das verstanden, ne? Das fragt ihr euch jetzt, ne? Das fragt ihr euch jetzt! Oh, sogar in diese Richtung. Ich bin halt ein Naturtalent, was soll man machen? Was soll man machen? Der schon wer, der Herr versteht halt alles. Da, 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 da. Oh Mann, ich weiß auch nicht. Es kommt davon, wenn man zu oft im Internet war und es gewohnt ist, dass Leute zu Dosen zum Schreiben. Da muss man sich ein bisschen zusammenreimen können, was jemand meinte. Und nicht das, was... Man sollte auf jeden Fall nicht 100% das lesen, was jemand geschrieben hat, weil dann... Das kann man sowieso schon vergessen. Denn... Ja. Einfach nur jeden zweiten Buchstaben lesen, dann geht's schon. Hier ist ja nur Zeugs, das mich nicht interessiert. Geil. Obwohl, warum nicht? Ein paar Topen, eigentlich nur ein Topas. Die Mehrzahl von... Ist die Mehrzahl von Topas eigentlich Topen? Weil... Es ist auf jeden Fall ein Wort, keine Ahnung, zwei Topas. Ja gut, das wird noch passen. Aber zwei Topen hört sich viel besser an. Trompeten! Na. So, ist die Einzahl von Trompeto? Nein. Okay. So, irgendwo hier. Hier versteckt sich etwas. Nur wo? Wow, ich wiederhole mich. Wer hätte es gedacht? Hier unten? Irgendwo bei der Brücke von Elden. Ein Pfeffek. Pfeffek, oder was hat er gesagt? Ein Bleblek. Ein Pleinblecht. Nicht Licht besehen. Irgendwas mit Licht? Ja, ja. So viel zu viel. Oh, der hat's drauf, der schon wieder, der weiß, was das blöde kleine Kind gesagt hat. Keine Sorge. Der weiß schon, was er macht, ja. Der hat ganz genau zugehört und eiskalt verstanden und so. Alles klar. Ah. Ich will nicht schon wieder schummeln. Also, schummeln in dem Sinne von die letzten Quests. Habe ich ja geschaut, zum Beispiel das mit dem Blitzfisch, habe ich ja geschaut, wo es den gibt im Internet. Alles klar. Irgendein Gerät. Machen wir ein Bild. Nein. Machen wir kein Bild. Aha. Sonst ist hier nichts. Können auch nichts Magneten tuten. Es ist natürlich doof. Alles klar, nochmal lesen. Auf dem Berg zur Brücke von Elden habe ich einen Schatz versteckt. Beim Blech. Nein. Ein echt fabelhaftes Gerät? Wo hast. Sowas hast du noch nie gesehen. Wenn du es findest, dann gehört es dir. Beim Berg also, oder wie? Irgendwas mit Blech. Nein, er hat
Er hat was anderes gesagt. Das B kam durch das Wasser. Na gut, schauen wir mal. Sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist bestimmt ein richtig toller Tamagotchi, der schon seit Jahren nicht gestorben ist. Oder ein Bionicle, oh ja. Oder ein... Verdammt, wie hießen die Dinger? Egal. Da gab es mal so komisches Spielzeug, die konnte man so ineinander stecken. Also das ist so gesehen, man hat mit denen gegeneinander gekämpft. Die hat man gegen ineinander gesteckt und hat beide gleichzeitig gedreht und eins davon ist kaputt gegangen. Es war. Und dann hat derjenige gewonnen, dem sein Teil nicht kaputt gegangen ist. Das ist ein so richtiges Scheißspiel gewesen. Weil, wenn man verloren hat, ist es kaputt gewesen. War es ja kaputt und dann hätte man ein neues kaufen müssen. Also, richtig scheiße. Aber für die kurze Zeit, wo man das hatte, hat es Spaß gemacht. Voll die Abzocke, so ein dummer Scheiß. Keine Ahnung, vielleicht kennt es ja irgendjemand. Aber ich finde es jetzt nicht. Ich werde mich wahrscheinlich des Internets schlau machen. Tut. Ja, oh mein Gott, so schlau. Er benutzt so schlaue Wörter, die nicht zusammenpassen. Ja, er muss intelligent sein. So hört er sich an. Und dann werden wir diese Quest auch noch erfüllen. Ja, es sei denn, ihr wollt mir sagen, wo es das geht. Wisst ihr was? Ich ignoriere die Quest erstmal. Und dann warte ich erstmal, ob ihr mir helft. Denn das ist natürlich viel besser, weil das zählt natürlich dann nicht als Schummeln. Richtig. So funktioniert das. Ah, lass mich wohl. Ich meine, ja. Ich bin eigentlich nur gerade so ein bisschen dabei, zu versuchen, dass das Let's Play noch relativ bald fertig ist. Also ich will natürlich jetzt nicht, dass es komplett fertig ist, weil wir warten ja noch auf das DLC und so. Aber so langsam gibt es nichts allzu Interessantes mehr, bis halt das DLC kommt. Also ja, mal schauen. Ich beende jetzt auf jeden Fall erstmal die Folge. Falls es euch gefallen hat, würde mich natürlich über ein Abo freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.